Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg. Hier gibt es keinen Kult. Und für diesen müssen wir N'Zoth, den Verderber, bezwingen, während alle Gruppenmitglieder das Geschenk von N'Zoth angenommen haben. Was ist das Geschenk von N'Zoth? Und zwar, wenn ihr auf 0 Sanity droppt, dann bekommt ihr einen Buff, der 20 Sekunden lang hält. Der ja, erhöht euren Schaden um, glaube ich, 100%. Also relativ viel erhöht das auf jeden Fall. Und nach den 20 Sekunden sterbt ihr einfach. Ja? Deswegen wollt ihr eigentlich nicht, dass eure Sanity auf 0 geht. Wir wollen es jetzt hier so spielen, dass wir erstmal ganz normal den Bosskampf spielen, bis wir dementsprechend in der letzten Phase sind. Dann schaut ihr, dass ihr eure Sanity am besten auf 50% oder niedriger bekommt. Den Boss ja, auf so 15-20% runterhittet. Und wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr gucken, dass beim nächsten folgenden Add, dass quasi keiner in dem Kreis drin steht. Ja? Also ich bringe jetzt hier meine Sanity noch ein bisschen runter, stelle mich absichtlich ein bisschen in die Pfütze rein. Und jetzt kommt dieser Cast, da gehen wir jetzt alle raus. Wenn da nicht Minimum 3 Spieler drin stehen, dann haut das eure Sanity um 50% runter. Und damit kommen wir alle gleichzeitig die Sanity auf 0. Gut, ich hatte jetzt noch ein bisschen zu viel, habe mich nochmal in die Pfütze gestellt. Und jetzt ist meine Sanity weg. Ich habe 20 Sekunden und dann falle ich einfach um. Und innerhalb von diesen 20 Sekunden müssen wir jetzt gucken, dass wir den Boss umboxen. Und es muss auch wirklich jeder die Sanity auf 0 haben. Bei uns hat das geklappt. Mein Achievement ist aufgeprockt, dann auch das Meta-Achievement und das Mount gab es natürlich auch noch mit oben drauf und das war's. Im Endeffekt ist es sehr leicht, ihr spielt den kompletten Kampf wie immer schon und am Ende schaut ihr, dass ihr alle übernommen werdet, dann klopft ihr noch einen Haufen Damage mehr raus und ja, kriegt das Achievement. Also schwierig ist das wirklich nicht, vor allem für ein Endboss-Achievement ist das eine relativ einfache Sache. Gut, damit wären wir durch mit den ganzen Erfolgen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit dem kleinen Achievement-Guide. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Dann gibt es auf meinem Kanal öfter solche Achievement-Guide-Videos. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.